Kinders und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ja, und wir sind hier gerade bei unserer nächsten Mission angelangt. Wir haben ja gestern angenommen, einmal grubbern auf der 38. Das wird, denke ich mal, eine ganze Zeit lang dauern. Wir machen hier mal 5 Vorgewände scharf. Wir machen es diesmal aber vielleicht so, dass wir auf den Feldreihen beginnen. 5 Meter, das hört sich gut an. So, dann generiere mal. Oh, ich glaube, das wird lange dauern. Speichern. Gruppenfeld 38 mit 5 Metern. Okay. Speichern dauert etwas, ja. So, dann sagen wir ihm hier am ersten Wegpunkt. Und dann, mach mal schön. Was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, ich habe mich drum gekümmert. Wo ist er? Hier, ich habe die Bäume fertig gesetzt. Das heißt auch, wir haben jetzt hier den Klaas wieder frei als Traktor. Den bringen wir auf jeden Fall mal zurück zum Hof. Also ich habe alle 400 Setzlinge hier untergebracht. Das hat gut geklappt, muss ich sagen. Und ja, jetzt müssen wir warten, dass die Bäume ranwachsen. So, was ich immer noch das Problem habe, und ich verstehe es auch immer noch nicht, warum, dass der Gärreste-Bomber, wenn er abgeladen hat am Hof, nicht weiterfährt. Gut, wir sehen ja immer, wenn der blockiert ist, dann müssen wir halt den einmal kurz sagen, jetzt darfst du weiterfahren, und dann sollte das auch funktionieren soweit. So, genau, den haben wir ja hier stehen gelassen. Müssen wir mal gucken, wie viel Silage hier noch drin ist. Ja gut, 65. Das heißt, wir könnten den wieder in Gang setzen. Dass der erstmal wieder ein, zwei Runden fährt. Und bis dahin dürfte die BGA dann auch, was Gärreste angeht, ziemlich leer sein, denke ich mal. Und dann hat sich das nämlich auch so weit erledigt, dass die sich da nicht mehr im Wege stehen, die beiden Kollegen. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal mit dem Klaas zurück zum Hof. Ja, ich hätte mich halt gefreut, wenn wir irgendwo eine schöne Seemission oder ein paar Düngemissionen gehabt hätten. Das wäre na klar Premium gewesen, aber was nicht ist, ist halt nicht. Können wir nicht ändern. Müssen wir jetzt halt gucken, was wir sonst noch so treiben. Ja, wenn ich hier sehe, die Felder hier, die 2 ist erntereif, die 1, die 15 dürfte bald soweit sein. Wir können aber auch gleich nochmal auf die Felderübersicht einfach drauf schauen, wie es da allgemein so aussieht. Und wenn wir hier schon sind, lass uns mal gucken, wie es denn hier bei der Mischfutterfabrik aussieht. Gut, wir haben 291.000 Liter Mischration. Passt. Silage wird am ehesten leer. Gut, ja, ist dann wohl so. So, Felder. Felder angucken. Wachstumsstatus. Reif, reif. Bald reif. Oh, die 14 hat Unkraut. Das ist doch gut. Da haben wir was zu tun. Die 14 muss von Unkraut befreit werden. Wir brauchen den MB-Truck. MB-Truck. Dann aber ran. So, wir können den ja schon mal sagen. Hier, Feld 14 hoch, Flüssiglager, und wenn, dann musst du
Pflanzenschutz heißt das. Pflanzenschutzmittel aufladen. Nein, ich denke, da wird eine Füllung nicht ausreichen. Einmal die 36 Liter an Flüssigdünger, die werden wir kurz abladen. Beziehungsweise ausladen direkt hier an der Produktion. Ich gehe mal davon aus, dass das hier, genau, das ist auch schon Pflanzenschutz, den holen wir uns dann auch. So, Pflanzenschutz einmal beladen. Na, wie viel ist denn das? Na gut. Ja, wir müssen eh zwischendurch holen, also fahren wir direkt aufs Feld. Das ist einfacher. Ich muss gleich den Güllebomber wieder losschicken, das sehe ich gerade. So, wir klappen hier schon mal auf. Feld 14. Da habe ich nur Kalken bis jetzt. Gut, ups, wir sind gleich ein bisschen breit hier im Moment. Das heißt, wir fangen irgendwie hier wieder 20 Meter im Feld an. Sagen Kursgenerierung, Feld 14, Vorgewende. Lass uns mal 3 machen. 24 Meter passt. Zick, 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 zick. Komm, generiere. Perfekt, Dankeschön. Speichern. Düngen 14, 24 Meter. Wir sagen hier Farmsilo mit Pflanzenschutz und du benutzt Autodrive zum Auffüllen und nein, 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 nicht darüber. Am ersten Wegpunkt beginnen und ordentlich machen bitte. Gut, läuft. So, genau. Lass uns mal bei den Tieren reingucken. Ja klar, die Schweine sind schon wieder komplett voll. Die bräuchten auf jeden Fall demnächst mal Wasser. Könnten wir da mit dem Telelader nicht... jetzt waren wir da gerade. Ach nee, der hat das fast dran. Das heißt, du fährst jetzt erstmal zum Hofwasser. So, du bist am Grubbern. 2 Stunden 30. Okay. Da hast du was vor. Der fährt. Ja, du machst wieder weiter, bitte. So, mit dem möchte ich jetzt noch mal was einfahren. Einen neuen Kurs, den ich mir überlegt habe. Weil wir haben ja oft Fahrzeuge, die eigentlich nicht auf dem Hof sollten, weil sie da sonst irgendwie blockieren. Und ich möchte jetzt einfach am Feld 19 entlang einen, naja, eine Art Parkplatz machen. Das werden wir jetzt mal schnell erledigen.
Und zwar von hinten her im Grunde bis hier zur Einfahrt. Da kann er lang genug stehen, würde ich sagen. Da kriegen wir ein paar Fahrzeuge. Oder da können wir dann eben den LKW, den Güllebomber, wenn er fertig ist, einfach mal zwischenstellen, sozusagen. Von hier hinten werden wir die Einfahrt nehmen. So, das heißt, von hier relativ weit unten, weil wenn wir irgendwann das Feld 19 haben, müssen wir eh noch eine Umfahrung machen und die will ich ja dann separat sozusagen haben. So, das heißt, wir machen das ungefähr zeichne noch ein. So, hier. Anders, das nennen wir Parken Hof Einfahrt. Und ziehen den dann eben in die Hof Einfahrt rein. So, na, komm. So, machen wir das aus und jetzt gucken wir, dass wir da irgendwie ja, zu dem eine Verbindung hinbekommen. Dann müssen wir jetzt noch schnell das gleiche mit der Einfahrt machen. Und dann gucken wir auch gleich noch wegen den Schweinewasser, dass wir das noch einfahren, bevor wir dann die Neuberechnung machen. Weil dann müssen wir da nicht zwei, dreimal neu berechnen, was ja auch immer Zeit und Leistung kostet, sondern können das auf einen Aufwasch machen. So, einmal hier rum. So, von dem Punkt. Zack, verbinden. Wunderbar, da haben wir das. Den stellen wir hier hin. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir kommen von hier. Wie kommen wir jetzt am besten zu den Schweinen? Wir haben ja bei den Schweinen schon eine Einfahrt gemacht, glaube ich. Also wir haben auch hier einen Kurs, der nach unten geht. Müssen wir uns gleich mal angucken. Wir haben ja von dem Schweinstall im Grunde alles von links nach rechts. Das heißt, wir müssten eigentlich hier eine Verbindung irgendwie machen. Gucken, kriegen wir das einfach? So hin. Würde ja, ja nicht auf den, sondern den nächsten Punkt. Ja, ich glaube, den kriegen wir nicht. Ja, dann nehmen wir den. Dann haben wir hier so eine Querverbindung. Wir kommen auf den Kurs hier rum. Dann machen wir mal das Fass kurz ab, damit wir hier ein bisschen flexibler sind. Dann müssen wir hier eigentlich eine harte Kehre machen. So. Hier rein einmal. Genau, auf den da. Und dann von hier aus weiter.
sagen wir hier, das wäre dann Schweinewasser. Und wir gehen da auf den Ausfahrtspunkt hier. Und dann hoffe ich mal, dass das Schweinewässern automatisiert funktioniert. So, wir müssen jetzt hier noch schnell die Einfahrt verknüpfen. Und da drin auch noch. Und dann dachte ich mir, habe ich gerade eben gesehen, dass wir von hier irgendwie, von dieser Schleife, da hoch noch was bekommen. Mal gucken, ob das geht. Komm, ein weiter will ich noch. Ja, genau den. So, dann jetzt Kollege einmal ankuppeln und gucken, ob es funktioniert. Und zwar wäre das ja jetzt abholen und abliefern Hofwasser zu den Schweinewasser und zwar mit Wasser. Ankuppeln, starten. Gucken, was er macht. Wir gucken aber jetzt auch einmal kurz hier durch. Der macht sein Ding gut. Der drischt, der braucht noch 44 Minuten. Das ist der Silagetransporteur. Das ist hier Unkrautspritzel. Ach, wir hätten den LKW auf den Parkplatz schicken können. So, wo ist eigentlich, achso, du bist durch das Neubeladen, bist du wieder aus dem Takt gekommen, ich weiß, BGA, Gärreste, los geht's. Du fährst, Parkenhof Einfahrt. Der Fahrer vom A104 hat sich festgefahren. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Das ist unser Wasserkollege. Kommst du hier nicht über die Hügel drüber oder was? Das gibt es ja jetzt nicht. Gut, also um das zu testen, werden wir wohl bis auf morgen warten müssen, weil wir da erstmal noch sauber machen müssen. Sobald ich den Telelader gefunden habe, würde ich das noch... Ja, ich glaube, das war er eben. Das war er, warte mal. Der müsste ja hier irgendwo auf dem Hof stehen, glaube ich. Ach, ich weiß wo. Hier. Gut, den stellen wir bereit. Dann weiß ich, was ich morgen machen wollte. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut, weil wir eh durch sind für heute. Wenn ich auf die Uhr gucke, ja, es sind schon wieder eine halbe Minute drüber, aber das macht auch nichts. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, wieder gut was geschafft. Und wenn alles klappt, sind wir morgen um 15 Uhr wieder hier. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ein Däumchen da, schreibt das in die Kommentare.
Und wer es noch nicht hat, kann gerne kostenlos und freiwillig ein Abo dalassen. Das würde mich na klar auch sehr freuen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis morgen.